Hallo und herzlich willkommen zur 136. Folge des Laufentdecken Podcasts. Bevor wir losstarten, wie immer das Social Media herumgerotze. Ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns beide auf Strava, ihr findet uns beide auf Twitter, ihr findet uns auch auf TikTok. Ganz wichtig, wir sind der heiße Scheiß auf TikTok. Ihr findet uns auf Patreon, wenn ihr uns Millionen geben wollt. Ihr könnt uns auch auf Steady mit Geld bewerfen oder... Wir vertreten ja ganz hart die Theorie, dass wir käuflich sind und manche mögen vielleicht glauben, dass das irgendwie ein Scherz ist oder wir das nicht ernst meinen. Es könnte nicht weiter von der Wahrheit sein. Wir tun für Geld alles. Wir loben sogar für Geld das Leitergebirge als das größte und schönste Gebirge, das Österreich zu bieten hat. Jeder, der in Österreich noch nicht am Leitergebirge gelaufen ist, hat Österreich noch nicht richtig erlebt. Wohl wahr, wohl wahr. Also ich muss sagen, ich habe mein Herz an das dem Neusiedlersee nahegelegene Gebirge verloren und ich bin jedes Mal wieder entzückt, wenn ich es sehe. Diese kleine Leitergebirge-Einschaltung wurde Ihnen präsentiert vom Robert für 10 Euro. Danke, Robert. Also, wenn ihr auch einen persönlichen Hausberg habt oder einen Fluss oder den Nachbarn, raus damit. Wir sind dabei. Wir sind Hausberg-Influencer. Richtig, ja. Wir bringen jeden Hausberg groß raus. Wenn wir das sogar mit dem Leitergebirge schaffen, dann schaffen wir das echt mit jedem Scheißhügel. Richtig. Wie ihr schon gehört habt, will ich euch heute den wunderschönen Peter begrüßen. Servus Peter. Grüß dich Flo. Und für den wunderschönen Peter habe ich ihm gar nicht bezahlt, er hat das einfach so gesagt. Bist du betrunken? Ja, ich habe hier gerade ein Dreiviertelglas Wasser vor mir stehen und ja. Na gut, jeder hat was er verdient. Ja, ich habe leider kein Bier mehr zu Hause. Es ist vielleicht heute für manche Zuhörer eine etwas ungewöhnliche Folge, weil wir sind wieder mal nur zu zweit. Es ist quasi eine Oldschool-Folge, möchte man sagen. Wir starten mit einer aktuellen Stunde und reden dann zu zweit. Das ist komisch. Ja, wir müssen uns wieder ein bisschen auf uns einstellen, wieder unsere Redezyklen synchronisieren. Also da kommt sicher was ganz Schönes auf euch zu, wenn wir uns da wieder finden in den nächsten Minuten. Meinst du, das wird ein sehr intimer Moment? Oh ja, begleitet uns bei der Reise. Zur Doppelhaushälfte. Zur Doppelhaushälfte und dem gemeinsamen Keller, nachdem wir jetzt da beide in Niederösterreich wohnen. Oh yeah. Also, ich habe diesmal, weil mir schon oft auch offline vorgehalten wird, dass ich die Zimbel nicht finde oder die Zimbel ignoriere oder sie nicht genügend wertschätze. Dem ist natürlich nicht so. Deswegen möchte ich heute, auch um den Oldschool-Gedanken vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen, die aktuelle Stunde mit der Zimbel einläuten. Oh, hervorragend. Ja, es fühlt sich so, geborgen an, oder? Ja, es erschaudert mir. Hervorragend. Apropos erschaudern, will ich gleich das erste Thema mal vom Zaum brechen. Und zwar, um alle zu beruhigen, die sagen, mit 40 geht's bergab. Kommt drauf an. Man munkelt, dass die Camille Herron das erste Mal in der AK40 gestartet ist, also in der Masters Class. Und die hat sich gedacht, wenn ich schon in der AK40 starte, dann laufe ich halt einmal ein bisschen schneller, ein bisschen weiter. Und hat neulich bei den USA Track Finals heißen sie, glaube ich, den National Champion Dinger, beziehungsweise Jackpot 100 nennen sie es auch noch, den 100 Meilen Weltrekord für Frauen geschlagen und verbessert auf 12 Stunden 41 und 11 Sekunden. Das entspricht ungefähr an 4,44er Schnitt, was auf einem Marathon schon mal nicht ganz übel ist, auf 4 in Folge. Ich glaube, damit gewinnst du einmal schnell mehr als die Altersklasse. Damit stellst du einen Weltrekord auf, möchte ich meinen. Richtig. Vor allem, du musst ja eigentlich noch die ganzen Pinkelpausen so einrechnen. Also die wird
verlieren. Ich glaube, da haben wir wieder ein bisschen was zu gegessen haben. Und warum soll es zum Pinkeln stehen bleiben? Stimmt auch wieder. Die Profis machen das im Laufen. Richtig. Das hilft dagegen die Verfolger. Denen schreist zu slippery when wet und gehen wir jetzt schon. Apropos Verfolger und schnelle Leute, fällt mir noch ein, der Jakob Ingebrigtsen, den kennt man, der hat jetzt dabei den Crosslauf-Europameisterschaften, glaube ich, waren es. Ich glaube, ja. Hatte ja die Konkurrenz wirklich nass gemacht. Also der ist vor allem auf den letzten paar hundert Metern ja mit einem Schlitten gefahren, als ob es kein Morgen gab. Und hat sie wirklich stehen lassen. Und jetzt da ist er in der Halle auf 1500 Meter auch mal ein bisschen flotter gelaufen. Nämlich auf 1500 Meter in 3,30. Also nicht am Kilometer, sondern gesamt. Ich habe mir gedacht, wir hatten das ja mal beim Weltrekord vom Kipchoge, glaube ich, ja. Wo gesagt hast, das hältst du keine 400 Meter durch. Bei der Pace traue ich mich 100%ig wetten, das hältst du keine 400 Meter durch. Wenn du das 400 Meter durchhältst, dann könntest du es ja falsch schon fertig laufen können auch. 400 Meter, was ist denn das für eine Pace? 3,30 auf 1500? Das müsste dann, ich werde das jetzt da live im Nicht-Kopf nachrechnen. Du hast also eine Handy-App dafür. Natürlich habe ich eine Handy-App dafür, was hast du geglaubt? Jetzt habe ich es natürlich beim eine 220 ist es. Eine 220. Ich würde sogar so weit behaupten, da schaffst du keine 200 Meter. Eine 220. A 220 auf 200 Meter. Puh, auf 200 Meter, es ist knackig, aber das kennt sie ausgehen. Ja, ich weiß eh. Ja. Wir treffen uns auf der Laufbahn. Ja, wir treffen uns um was. Also es muss ja nicht um viel sein, aber ich behaupte, dass nie im Leben schaffst du das. Nie im Leben. Ja, weiß ich nicht. Wenn ich es schaffe, startest du in Gößelsdorf. Wann ist der? Juli, glaube ich. Juli. Aber Juli. Ich bin keine Ahnung. Juli auf Urlaub. In Kärnten? Nein. Schade. Ich habe keine Ahnung. Aber da fällt uns was ein. Aber wir können einfach mal in die Runde fragen. Es sollen uns einfach die Zuhörer eine Wetteinsätze zukommen lassen. Aber und wir wählen dann was aus. Nee, aber die grundsätzliche Idee finde ich nicht schlecht. Also, wenn es das du schaffst, mache ich beim Triathlon mit. Passt. Du kannst dir vielleicht was Näheres aussuchen als Kärnten, aber und es vielleicht auch nur eine Sprintdistanz oder so, also nicht gleich eine Langdistanz oder eine Halbdistanz. Nein, das ist eine Sprintdistanz dort. Nein, aber ich meine, wenn du es, gehen wir davon aus, du schaffst es, dann suchen wir uns halt aus, aber wir suchen uns jetzt keine Halbdistanz oder sowas, sondern irgendwas. Mhm. Passt. Puh. Und wenn du es nicht schaffst, machst du einen Swimrun. An Duathlon. Der Duathlon ist eine Fahrt. Nein, ich gehe mir ja nachher duschen. Das ist schon was, der Triathlon. Das ist der Triathlon für möchte gern. Genau. Duathleten. Genau. So. Passt. Schreiben wir uns das auf. Falls fuck, noch eine, 200, fuck, 200 Meter. Falls irgendwer noch eine bessere, Sekunden. Falls ihr noch eine bessere Wetteinsatzidee hat, als an einem Triathlon teilnehmen, schickt uns das bitte, ihr findet die Kontaktdaten auf der Homepage, da gibt es ein Kontaktformular, einfach ausfüllen und oder an kontakt@le-podcast.at und immer her damit. Oh ja, das wird hervorragend. Ja, warum tun wir sowas? Das ist eine Oldschool-Folge, Peter, wir haben uns früher auch mal in die Scheiße reingeredet, wir müssen dem Motto irgendwie treu bleiben. Wohl wahr. Dann habe ich noch was, und zwar Oldschool, VCM. Oh. Genau. Also, liebe Leute, wenn ihr schon unbedingt am VCM teilnehmen müsst, wollt, könnt, weiß warum ich nicht. Auch immer. Es gibt Gründe. Keine Ahnung. Weil sonst eure Lieblingsinsel von einem Vulkan verschüttet wird. Oder ich weiß es ja nicht. Es gibt Gründe.
würde ich euch empfehlen, dass ihr das zumindest irgendwie sinnvoll gestaltet. Und es gibt so Sachen wie Ache Herzensbrücken, hast der Verein zum Beispiel. Die laufen beim VCM für einen guten Zweck. Das heißt, man meldet sich bei denen und also vor der Anmeldung, wichtig glaube ich, dann kannst du der Charity-Läufer werden und irgendwie mitmachen bei einer, also quasi Spenden sammeln dafür und sie helfen dann Menschen, dieses Mal laufend Spenden sammeln für Familien mit schwer erkrankten Kindern. Und wenn man schon beim VCM mitläuft, dann zumindest mit irgendeinem sinnvollen Hintergrund. Aber wir verlinken das, schaut euch das einmal an. Das macht auf jeden Fall Sinn. Super, super. Mhm. Was auch auf jeden Fall Sinn macht, ist, wenn der Wii Move Store nicht nur eine Dependance hat, sondern jetzt auch zwei. Und zwar ab 3.3. im Donauzentrum. Es gibt sogar, habe ich letztens zufälligerweise gesehen, von Andreas Beuter, der ist ja Teilhaber von WeMove, gibt es ein Behind-the-Scenes-Video, wo er so ein bisschen Einblick gibt, wie es ist, einen Laufshop aufzumachen. Das verlinken wir in den Shownotes, falls wen interessiert. Der führt so ein bisschen, führt so ein bisschen durch die Baustelle des WeMove-Stores und erklärt so ein bisschen was, wie es dahinter abgeht. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist es, weil die Folge kommt jetzt raus am 25.02. Ja. Das heißt, es ist dann noch eine Woche. Mhm. Ja, eine Woche. Und wenn man sich eine eigene Schuhe kauft, ist das wahrscheinlich dann gleich am Anfang ziemlich sinnvoll, weil Laufgeschäfte und Geschäfte tendieren dazu, dass sie Rabatte geben, wenn sie aufmachen, weil sie heute halt aufmachen. Keine Ahnung. Vielleicht. Wir wissen es nicht, wir denken nur. Genau. Wir haben uns das jetzt nicht mit Ihnen abgesprochen, aber schaut es einfach hin. WeMove ist, glaube ich, einer von so 5 Stores in Wien, den man guten Gewissens empfehlen kann, um sich Laufschuhe oder Zeug zu kaufen, wo Beratung und so echt Sinn macht. Ja, welche würdest du noch sagen, sind das, wenn du schon bei sagst? Der Blutsch ist gut. Ja. Der ist wo? Der ist in der Der ist wirklich gut. Da habe ich mir damals Straßenschuhe gekauft. Du müsst danach suchen und bitte geht's mit Google Maps hin, weil das Ding ist so versteckt im an Seiteneingang ersten Stock. Ihr findet es dort sonst nie hin. Das kann ich mir erinnern. Der WeMove ist in der Mall. Ja. Also Wien Mitte und jetzt im Donauzentrum. Dann der Donis Laufshop. Ja, der ist Praterstraße. Ja, Praterstraße, 2. Bezirk. Dann hast du noch einen Trail Dog. Genau, im 23. Und das war es eh schon. Ehrlich. Ja. Das wären zumindest die mir jetzt da geläufig waren. Und wenn ihr aus Kärnten kommt, also aus dem Süden Österreichs, auf alle Fälle ein Laufsport Münzer, die sind auch sehr gut. Ja. So, ja. Diverseste nicht bezahlte Werbeeinschaltungen gemacht, einfach nur aus persönlicher Erfahrung. Das können wir auch, nebst Bezahlung. Genau. aber einfach persönliche Erfahrung, persönliche gute Erfahrung soll man auch weitertragen. Auf jeden Fall. Wo wir noch keine Erfahrung haben. Ja. Also, du hast noch was. Nein, wo wir noch keine Erfahrung haben, das ist beim Voralpentrail. Der jetzt, nämlich dieses Jahr, das erste Mal ausgetragen wird vom Laufverein Mank. Den muss man, also Mank muss man jetzt als Niederösterreicher, glaube ich, nicht kennen, weil warum auch. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ja jetzt neu Niederösterreicher und ich kenne Mank auch nicht. Ich kenne Mank nur vom Laufverein, weil die Läufer ab und zu woanders starten. Okay. Na, aber ich muss sagen, als der Wiener in mir schlummert wahrscheinlich noch relativ, oder es schlummert noch nicht wirklich, deswegen bin ich noch etwas ignorant von alles, was nicht Wien ist und habe mich an das Bauerndasein noch nicht wirklich gewöhnt. Kommt schon noch. Glaubst du wirklich? Ja, die werden dich schon noch eingemeinden.
Uiuiui. Also was kannst du mir über den Voralpen Trail in Mank erzählen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass, also der ist jetzt da nachdem er Voralpen und in Mank ist, ist er gut erreichbar. Nachdem ein Verein dahinter steht, muss ich sagen, wird der schon ganz gut organisiert werden. Also davon gehe ich aus. Ich könnte mir aufgrund dessen, dass der Laufverein eher ein Straßenlaufverein ist, auch gut vorstellen, dass es eher so in Richtung Bergmarathon geht. Die Strecke ist 41 Kilometer mit 1100 Höhenmeter. 1100, ja. Ne? Und es gibt einen 3-Sintel-Marathon. Das sind 18 Kilometer mit 450 Höhenmeter. Mhm. Also du hast eigentlich einen recht guten Einsteigerlauf dabei mit diese 18 Kilometer. Und ja, einige Labestationen. Also ich gehe davon aus, dass das wirklich eine ganz coole Veranstaltung ist, die man sich sicher anschauen kann. Ja, ich habe das Höhengefühl vor mir. Es wirkt auch sehr bergläuferisch. Du laufst halt da von Mank irgendwie rauf über den Kuhberg auf den irgendwas, dann wieder runter. Es wirkt so ein bisschen wie die Feitsch, dass du halt irgendwie so leicht rauf bis zum höchsten Punkt kommst, ungefähr bei der Hälfte, und dann quasi so wälzt du wieder runter. Aber es ist jetzt dann nicht irgendwie brutal hoch oder so, sondern es sind immer nur so 300-500 Höhenmeter, genau, also genau. Meter über Meeresspiegel. Also zum Einsteigen von Trails und Marathon-Distanzmäßig kann man das gut vorstellen. Und davon gibt es in Niederösterreich jetzt dann nicht so viele Sachen, deswegen auch die Erwähnung. Vor allem, weil es das erste Mal ist, und beim ersten Mal sollte man jedem irgendwie die Chance geben. Findet statt am 13. August. Genau. Richtig. Und wenn irgendwer das sich jetzt denkt, hey, geil, mache ich mit, macht er doch mit, bitte melden, weil würde es uns da gerne interessieren, weil vielleicht ist das ja was wir dann in Zukunft mal machen, wenn wir es nicht hinschaffen. Einfach melden. Yes. Und wir sind interessiert. Und wer immer noch nicht weiß, wo Mank ist ungefähr, wie beschreibe ich es, ein bisschen südwestlich von St. Pölten. Ich muss jetzt auch mal googeln, wo Mank ist. Ich finde Mank auch ein geiler Name, irgendwie so. Ja, zwischen Melk und Wieselburg. Wieselburg und also St. Pölten, egal. Also im Endeffekt ist es ein bisschen West-Niederösterreich, würde ich mal sagen. Okay. Am halben Weg zum Ötscher, von Wien aus gesehen. Ja, ich sehe es gerade. Halber Weg von Wien nach irgendwo, nämlich zum Beispiel zum Schneeberg, findet man in Lindkogel. Da kann man sich auch noch anmelden. Der ist nämlich am 27.03. und den wissen wir aus Erfahrung, dass er gut ist. Ja, da haben wir schon mitgemacht. Mehrfach. Und machst du jetzt wieder mit? Natürlich. Natürlich. Dieses Mal auf einer neuen Distanz, nämlich auf der 54 Kilometer Distanz. Hat es nicht letztes Jahr schon gegeben? Letztes Jahr, ja, richtig. Oh ja, denke ich mal. Jetzt im Herbst hat es das erste Mal gegeben. Ja. Und da haben wir ja die 20 Kilometer gemacht. Die Strecke bin ich ja mit dem Trainer abgelaufen für UTMB. Und die 20er haben wir gemeinsam gemacht. Ich habe vorher die 30er schon mal gemacht gehabt. Die hast du, glaube ich, auch schon mal gemacht, oder? Die längere, die bis nein, jetzt nein, längere? Nein. Okay. Und jetzt gibt es eben den Ultra Trail, der hat 54 und 2000 irgendwas. Es gibt aber auch, und das kann man, glaube ich, jedem ans Herz legen, der sagt, ich möchte irgendwann einmal irgendeinen Trail laufen, um mal zum Testen. Auch einen Fun-Trail mit 10 Kilometer. Und ich habe keine Ahnung, was der an Höhenmetern hat. Ein paar. Was Lind, vielleicht 370. Lindkogel ist aber auf jeden Fall immer eine Reise wert. Kann man wärmste Empfehlung hinfahren. Ist geil. Hübscher Berg kann man machen. Schönes Panorama. Ja. Und vor allem nicht weit. Und selbst aus Wien und Umgebung gut öffentlich erreichbar. Und das ist ja gerade in Niederösterreich auch immer das Thema. Also ich wollte früher im Dreisental, Tristingtal, da gibt es auch ein paar Berge, wenn du ein bisschen auf mehr Höhenmeter auf einmal willst. Aber dort ohne Auto hinkommen ist halt echt ziemlich deppert. Genau.
Also du hast von Wien aus gesehen, also alles, was so Richtung Ötscher geht, Biestingtal, Triestingtal, das ist öffentlich echt ein bisschen ein Pain. Und alles, was du gut erreichst, also Norden, Osten oder Richtung Vösendorf, ist zwar gut erschlossen, aber Bergfinst halt kann. Mein schon, aber dann hast du halt sowas wie es, dann hast du so einen Berg wie im Leitergebirge, wo es dich. Das ist auch gut erschlossen. Also, das kann man jederzeit immer noch empfehlen. Also, ganz ehrlich, wenn es nach Osten fahrt und ihr sucht einen Berg, Leitergebirge. Erste Wahl. Ja, aber das Leitergebirge ist doch so, dass du da nur, das nur weißt, wenn du oben bist, wenn da wer sagt, dass du jetzt schon oben bist. Dort gibt es auch Gipfelkreuzer. Also. Wenn noch einer hängt, dann ist es noch eine kirchliche Geschichte. Wenn keiner mehr hängt, ist ein Gipfelkreuz. Das ist ganz einfach zum Unterscheiden. Alles klar. Also rund um Ostern, Obacht, nicht alles ist ein Gipfelkreuz. Manchmal sind es auch die Passionsspiele. Sehr beliebt beim Leitergebirge. Oh ja. Gut. Leiter Love. Leiter war dann auch einmal im Gebirge. Genau. Ja. Damit hätten wir, glaube ich, die aktuelle Stunde erschlossen. Richtig. Wobei, wir haben ja auch tatsächlich aktuelle Dinge getan. Also wir haben ja schon gehört, dass du aktuell nach Niederösterreich gefahren, gewohnt, gesiedelt bist. Richtig. Ich bin raus aus dem Pforten Wiens rausgefahren und man hat mich einfach nicht mehr wieder zurückgelassen. Tja. Ich bin ausgesperrt worden. Ich darf eh gerne zurück, aber ich komme nicht wieder, ich schaff's nicht. Man lässt mich nicht mehr rein. Das ist die Donau dazwischen. Ja, richtig. Und ich glaube, ich bin so wahnsinnig und schwimme darüber. Ja. Du musst ganz gut noch Mordor queren, um wieder zu Rest Wien zu kommen. Nein, das geht gar nicht. Oder du machst einen großen Bogen übers Leitergebirge. ja, aber du bist jetzt dort angekommen und ja. Das Erste, was da aufgefallen ist, hey, da gibt es eine Laufbahn. Das Zweite, was da aufgefallen ist, ist, hey, da gibt es einen Laufclub und einen Lauftreff. Also ich glaube, du wirst dort schneller inkludiert werden, als dir lieb ist. Mal schauen. Derzeit bin ich noch auf dem Status, dass ich weiß, dass es diese Dinge gibt, aber ich war noch nicht dort. Aber ich habe dich schon angekündigt. Ich weiß. Jetzt stehe ich natürlich unter Druck und am 27. ist nämlich der Lauftreff und jetzt muss ich quasi hinkommen, oder? Yep. Ja. Das hilft ja nichts. Genau. Obwohl, da wird der Trainer schimpfen, ich glaube, so viele Kilometer, wie der Lauftreff laufen will, stehe nicht am Plan, dann muss ich, glaube ich, ein bisschen ein unartiger Bub sein. Oder du trackst einfach das Einlaufen nicht. Oder das. Einfach, man kommt aber ungefähr aufs selbe raus. Die Beine haben es trotzdem getan. Es macht ja nichts, aber mir hat der Trainer jetzt da beim Crosslauf Cup vorher hingeschrieben, 2 bis 3 Kilometer einlaufen ohne Tracken. Weil ich glaube, das hat er nur deswegen gemacht, weil mit Tracken wäre er auf 100 Kilometer Wochen gekommen. Das war der ganz ehrlich, ich weiß nicht, was für einen Sinn es sonst haben sollte. Keine Ahnung. Weil warum sollte ich noch als Auslaufen tracken? Weiß ich nicht. Komisch. Menschen sind komisch, Peter. Menschen sind komisch. Ja, und der Schinder von Biesenberg erst recht. Richtig. Ja. Ich find den Spitznamen Schinder von Biesenberg finde ich übrigens spitzenklasse. Der Punisher aus Hagenbrunn. Ja, aber sonst, bei mir hat sich sonst jetzt halt, bis auf dass ich jetzt neuer Niederösterreicher bin, dann auch relativ wenig getan, weil sich relativ viel dem neuen Niederösterreicher sein untergeordnet hat. Ja, aber du bist Kurzdistanzbolzer momentan. Also die Laufbahn ist ja dein dickest Buddy momentan, oder? Naja, jetzt dann quasi nicht mehr, weil die Laufbahn ist noch in Wien und die ist jetzt relativ weit weg. Jetzt habe ich halt die 2 Intervalleinheiten habe ich schon gemacht, glaube ich, draußen jetzt. Die habe ich halt auf dem Feldweg, Radweg. Da gibt es einen Wien-Bratislava-Radweg, der da quasi vorbeiführt. Und an dem entlang. Was ungewohnt ist. Weil hast du mit der Kreide schon Dinge eingezeichnet? Nein, noch nicht. Ich hab mich wieder auf die Uhr verlassen müssen. Aber es ist halt, es ist nicht eben, es ist halt ja, leicht drauf, dann ist halt viel Gegenwind. Es ist halt schon, es ist halt keine Laufbahn. Andererseits, einerseits deppert,
weil halt, weil ich das schon irgendwie genossen habe, auch das Rundending, es hat sich, ich finde, ein Kilometer auf der Laufbahn fühlt sich weniger lang an, als auf, wenn du in der Geraden laufst. Ich weiß, wenn man sowas wie Magaditz zuhört, der steht drauf, dass er da endlos in die Ferne sieht. Ich so semi. Ah, apropos, dem dürfen wir ja auch gratulieren. Der ist jetzt das zweite Mal gezogen worden für einen Badwater 135. Und ja, darf dieses Jahr wieder antreten. Mhm. Unser Beileid. Ihn freut's. Also, jeder will seine eigene Hölle. Ja, aber eh im Sinne von wenn du beim Barclays so mitmachst, bekommst du ja auch ein Beileid, eine Beileidsbekundung als Gratulation. Ich sag, Kondolenz schreiben kann man immer mal ausgeben. Ja. Das sind meine Lieblingsgrußkarten. Richtig. Genau. Und deswegen, ja, mache ich die gerade da halt irgendwo, weil es halt dann zwischen Umziehen und so halt zu stressig ist, reinzufahren nach Wien und ins Latz zu fahren. Ja, wobei diese Laufbahn in deiner Nähe, ich meine, ja, du hast sie noch nicht, aber die ist jetzt in der Nähe, gell? Die ist 10 Minuten im Auto weg, da musst du mir allerdings die Besucherkarte erst holen. Ist der Gemeinde. Dein bald Lauftreff-Buddy kommt ja auch aus deinem Ortsteil. Ja. Und der hat mir gesagt, er wüsste gar nicht, wo eine Laufbahn in der Nähe ist. Also, da kannst du gleich mit Big News nachher eine Krochwin-Lauftreff und so. Ja, richtig beliebt. Es ist aber bei Ortschaften der Boy, weiter. Der Boy aus der Stadt bringt euch heute mal den heißen Scheiß mit. Ja, es ist irgendwie 2 oder 3 Ortschaften weiter ist es. Was halt, man scheint, also ja, ich, man kommt halt nicht, es ist halt nicht so praktisch wie das Latz, wo ich vorher war, da war 3 Kilometer weit weg und das war mein Einlaufen. Das war halt super praktisch. Und im Ort selber gibt es leider. Wer will keine Laufbahn haben, direkt nach dem Einlauf? Richtig. Und im Ort selber gibt es leider keine. Das begrittle ich aber ja, was soll ich machen. Jetzt gehe ich, dafür habe ich einen Wald quasi in der Nähe. Du hast vorhin Brater gehabt. Ja, aber jetzt habe ich einen. Ja, aber der Brater ist ja so semi-Wald. Ich meine, das ist ein bisschen was und so. Aber da hast du halt hauptsächlich die Allee. Und die ist halt so, nee. Wenn die voll mit Betrieb ist, dann kannst du nicht gescheit laufen. Nein, da bist du relativ einsam. Da war ich jetzt schon auch ein paar Mal, habe mich da verloren, bin da früh aufgestanden, bin ein bisschen durch den Wald gelaufen. Das ist schon ganz nett. Das ist dann, und jetzt hat, was ich was den in Wien, in der Welt jetzt auch nicht so hast, sind dort relativ viele Rehe. Und letztens war ich bei dem 5:30 oder so weglaufen in der Früh, weil ich 2 Stunden laufen wollte und das irgendwie noch von der Arbeit runterkriegen wollte. Und dann schauen dich plötzlich Rehaugen an. Das ist irgendwie schon gespenstisch, wenn du da in die Nacht hineinschaust und siehst, 2 Augen entgegenleuchten. Muss man sich dran gewöhnen erst. Aber sonst. Ja, und auch der bin ich ein bisschen krank, deswegen bin ich gerade in einer kleinen Laufpause, aber sonst geht's gut, würde ich sagen. Das freut mich, freut mich zu hören. Was mich nämlich noch wundert, eins habe ich noch. Ja. Wir werden dem sicher noch eine extra Folge widmen, aber wir wollten es kurz anteasern oder anbesprechen oder wie man sagt. Was mich extrem gewundert hat, wir haben letztens die Freunde vom Morgenspaziergang-Podcast zu Gast bei uns gehabt und haben einen Flaschendrehlauf gemacht. Wenn man genau wissen will, was ein Flaschendrehlauf ist und wie das zustande kam, verlinken wir die Folge vom, wie wir die 2 vom Morgenspaziergang zu Gast hatten, was wir das ein bisschen erklären. Wir haben auf jeden Fall am Hauptbahnhof eine Flasche gedreht. Plus den Artikel vom Rotte, weil genau. Der hat ja noch darüber geschrieben, weil der hat das vorher auch nicht gewusst, was das sein soll. Standard quasi Artikel gibt es darüber, der nämlich auch mitgelaufen ist und uns direkt eine schöne Stadtführung gemacht hat. Genau, dazu wollte ich ja noch kommen, aber wir haben auf jeden Fall die Flasche gedreht und idealerweise ist sie echt hat sie durch die Innenstadt durchgezeigt, was optimal war. Und da sind wir dann 6 Stunden in die Richtung gelaufen und da hatte ich dann doch schon etwas Bammel davor, weil ich seit UTMB bin ich einmal über 20 Kilometer gelaufen, das war mit dir beim Winter Trail. Und sonst eigentlich immer nur so irgendwas zwischen 12 und 15, 16 Kilometer.
halt bei den Intervalleinheiten und so, war ich schon ein bisschen nervös, ist vielleicht ein starkes Wort, aber angespannt, wie das so sein wird. Und ich muss sagen, ich bin nicht so fit wie du aktuell, aber ich war erstaunt, wie gut es gegangen ist. Ja. Also man hat ja dein Nicht-Langdistanz-Training nicht angekannt. Ja. Also andere haben mehr gequächt, wobei man dazu sagen muss, ich habe an der Runde oder bei dem Ganzen sehr interessant gefunden. Das muss ich gerade noch einwerfen, weil so eben in den Kommentaren vom Standard noch gelesen, wo irgendwer geschrieben hat, bemerkenswert, dass, was soll denn daran eine Leistung sein? Das Schöne ist, es hat keiner darauf angelegt, dass es eine Leistung ist. Ja. Weil da war niemand dabei, der irgendwem anderen auch nur irgendwas beweisen hat müssen. Also da waren Leute dabei, die sind viel, viel, viel weiter gelaufen, als wir zwar jemals gelaufen sind. Ja. Mit was, 600 Kilometer am Stück? Goldsteig, ja. Goldsteig. Was will uns dieser Mann oder was sollen wir demjenigen beweisen? Wir haben uns bewiesen, dass wir 6 Stunden einen Spaß haben können. Fertig. Aber was mir dann auch so extrem gefallen hat an dem Ding, war einfach, dass es ja um genau das ja auch gar nicht ging. Es waren einfach 7, 8 Laufverrückte. 9. 9, die einfach gern 9. laufen und das gern miteinander tun. Punkt. Genau. Und man hat sich einfach einen Grund ausgesucht, warum man das tun kann, was man am liebsten tut. Und auch dem Motto dieses Podcasts entsprechend, man hat einfach neue Gebiete entdeckt, die man vorher nicht gekannt hat. Gut, 4 vielleicht jetzt weniger, aber auch. Ich habe auch Sachen entdeckt, die ich noch nicht kannte. Wir sind dann, nur um es vielleicht kurz zum Reißen, wir sind dann durch die Innenstadt, über den Donaukanal auf Biesenberg und dann zu kurz Burg Kreuzenstein. Bis dahin habe ich auch alles gekannt. Danach nicht, aber es hätte genauso gut in die andere Richtung, wenn es irgendwie in südliche Richtung gegangen wäre, wären wir relativ schnell in Gebiete vorgedrungen, die wir beide nicht so gut gekannt hätten. Ja, alles ab Elising. Das in der eigenen Stadt zu machen, die Chance ist natürlich relativ groß, dass du irgendwo laufst, dass du kennst. Aber wurscht, es war zum Herzeigen von Wien, war es einfach die optimale Strecke. Und genau. Deswegen hat es einfach wahnsinnig. Und das kann man jederzeit und überall in jeder Stadt machen und hat sicher einen Spaß. Auf jeden Fall. Ja. Genau. Das war es eigentlich zu mir. Du bist ja wahnsinnig am Trainieren. Du bretterst den Biesenberg rauf und runter, dass es, als ob es keinen Morgen gäbe. Und ich muss immer dran denken, als beim UTMB-Training ich in humoristischer Weise darauf aufmerksam gemacht worden bin, ob ich nicht schon leicht am Nasenweg lebe und ob ich noch eigentlich irgendwas anderes tue, als den Nasenweg zu belaufen. Und ich muss sagen, du setzt dem Ganzen aber noch ein bisschen die Kirsche oben drauf, oder? Weil du laufst ja wirklich nur am Biesenberg. Also wenn du laufst du am Biesenberg. Ich habe hin und wieder eiserne Hand oder bin dann ein bisschen um den Kahlenberg herum oder so. Du laufst ja immer nur auf den einen depperten Hügel rauf und wieder runter. Echt, oder? Nein. Also erstens hat der Trainer manche Dinge, glaube ich, so gebaut, dass sie einfach dort optimal funktionieren. Manche Trainings. Aber die nüchternen Läufe mache ich nicht dort, weil die sind flach. Also die laufe ich halt dann in die andere Richtung. Und die anderen saust dich an, oder wie? Genau. Was? Ich muss ja dazu sagen, wann war das? Ich glaube letzte Woche am Samstag oder vorletzte Woche am Samstag hatte ich einen nüchternen Lauf eingetragen, oder war es auf Freitag? Keine Ahnung. Den konnte ich dann erst um 8 Uhr am Abend machen. Du hast aber davor schon was gegessen, oder? Aha. Aber ich habe am Vormittag, wer sich kann, nüchtern Lauf ausgegangen. Also, nein. Da hätte ich meine Kurve schon ganz alleinig gemacht. Da hätte ich schon eine Laufbahn braucht, damit ich gerade auslaufe. In die Mana Rundbahn. Eieiei, das war ein bisschen schwierig. Oder die Waldfee. Mhm.
Na, und sonst, der Biesenberg hat halt echt den Reiz oder den Vorteil, dass du auf diesem kleinen Hügel alle Varianten an Anstiegen drauf hast. Also von flach und lang, wenn du die Rückseiten nimmst, über Anstiege, die 1 Kilometer lang sind, aber halt 20% Steigung haben. Und das geht halt dort echt ganz cool, dass du mit minimaler Distanz maximal Höhenmeter machst oder halt so 60-60 Intervalle oder diese komischen, wie heißt das Zeug, was er da gesagt hat, Muskelaufbau, irgendwas, Runden, so diese Schwellenläufe, sprich 12 Minuten Hochpuls rauf, 5 Minuten runter und dann laufst du halt dort 4 Runden wieder und du rennst halt quasi immer dieselbe Runde. Naja, wie soll ich sagen, für die Workouts verstehe ich das vollkommen. Das war auch der Grund, warum ich unter der Woche viel zu Nase gefahren bin, weil ich, da wusste ich quasi, dort kriege ich das, was ich brauche. Du bist zu Nase gefahren, weil du kriegst du das, was du brauchst. Ich wollte es nur nochmal wiederholen. Okay. Mir war schon bewusst, was ich sage, aber ich konnte mein Mundwerk da nicht zurückhalten. Ja, egal. Ja, ja. Aber das verstehe ich schon. Aber trotzdem, wenn ich jetzt dann lange Läufe hatte, irgendwann hatte ich dann auch genug von der Nase und war froh, auch mal was anderes zu sehen. Und du bist ja letztens auch die auf der Nase 38 Kilometer mit 1900 Höhenmeter, im Biesenberg. Bist 10-mal im Biesenberg raufgelaufen, um auf deine 1900 Höhenmeter zu kommen. Die hättest du ja auch einfach auf der Nase machen können. Irgendwo anders einmal, damit du mal was anderes siehst. Weißt du, was ich meine? Ja, das war auch ursprünglich die Idee. Die ursprüngliche Idee war, in der Nacht aufstehen, zum Anhänger fahren und in Anhänger laufen. Dann hat es aber an dem Vortag und an dem Tag so gewindet, also es hat da ordentlich geblasen und zwar so richtig, also so Huber-Style. Es hat ordentlich geblasen. Mhm. Weil wir ein Lauf-Podcast sind, wie in Wiener Laufhäusern. Genau. Auf alle Fälle war mit dem Motorrad wohin fahren, ist ausgeschieden, weil da hätte es mir wahrscheinlich von der Mopette runter geballert. Und dann haben wir gedacht, was kannst laufen? Du kannst entweder mit dem Zug quasi nach Wien fahren oder da irgendwo hin und dort rauf runterlaufen. Das kannst du aber erst am Vormittag machen oder am Morgen. Dann bist du aber bis zum Mittag, Nachmittag unterwegs, weil du laufst 5-6 Stunden. Ja, oder du laufst am Biesenberg. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, aber wenn ich schon am Biesenberg laufe, dann kann ich es halt auch auf richtig lustig machen und halt immer wirklich dieselbe Strecke laufen. Zum Antesten der Idee mit dem Biesenberg Everesten. Oder 24 Stunden, was relativ dasselbe ist, weil viel mehr wirst du eh nicht schaffen in 24 Stunden. Und dann bin ich dort beim Rauflaufen von diesem steilen Steig draufgekommen. Der ist so ein bisschen in einer Kuhle. Er war windgeschützt. Ich habe nur ganz oben am Plateau Wind gehabt. Das heißt, ich bin die ersten, ich weiß es nicht, ich glaube, ich habe die 2000 Höhenmeter, habe ich glaube ich gemacht in 21 Kilometer. Das heißt, ich bin immer nur rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, bei jedem Mal 180 Höhenmeter und habe aber keinen Wind gehabt. Und bis ich fertig war mit diesem Höhenmeter-Geballere, war der Wind ein bisschen weg und dann bin ich halt oben im Kreis gelaufen und schlimmerweise, mir ist das am Schluss oben im Kreis laufen, nur um die Kilometer reinzukriegen, mehr am Nerv gegangen, wie das Rauf-Runter-Rennen. Bei dem Rauf-Runter-Rennen, du hast die Musik drinnen, du weißt dann schon, an welcher Stelle fängst du zum Gehen an, wo fängst du zum Laufen an, du musst ab und zu auf die Uhr schauen, natürlich, damit du den Puls einigermaßen drinnen hast und dann kriegst du hinten auch vom Trainer wieder einen aufs Dach, weil du um 3 schlägt's hoch warst. Aber grundsätzlich war es ganz okay. Du triffst dann dieselben Wanderer das dritte Mal, die schauen dich dann auch schon ein bisschen komisch an. Das ist man ja als Ultraläufer vielleicht auch schon ein bisschen gewohnt, dass man ein bisschen deppert angeschaut wird. Richtig, vor allem Menschen, die dort im Biesenberg wohnen, ich glaube, ein paar kennen mich jetzt da schon. Ich wundere mich nicht. Mich auch nicht, weil ich habe jetzt da geschaut,
obwohl ich nicht immer denselben Anstieg in dieselbe Richtung an das ganze Lauf, habe ich, glaube ich, bei einem Strava-Segment, ich glaube, 40 Mal in den letzten 90 Tagen oder so. Ich sage, gut, du hast deine Geschichte dann noch weiter erzählt, aber gut, das verstehe ich. Du hast dir zumindest Alternativen überlegt und die sind halt aus warum auch immer Gründen nichts geworden. Das geht ja jedem so, aber es, von außen, das nicht wissend, hat es halt echt so gewirkt, dass du, ich meine, definitiv ist es bequem, aber dass du es einfach vollends durchziehst und immer nur ein bisschen berglauf. Das habe ich irgendwie spannend gefunden. Ja, es ist tatsächlich sehr bequem, weil du hast 3 Kilometer einlaufen, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, so, was du halt brauchst, und 3 Kilometer auslaufen. Passt. Training mit minimalem Zeitaufwand erledigt. Ja. Und das ist auch echt der Sinn an der Sache. Ich habe allerdings gemerkt dann am Schluss, vor allem danach auch, also diese 20% Steigung rauf, runter, auf Dauer, das geht schon ganz gut auf die Achillessehnen. Also die habe ich dann am Nachmittagabend schon ganz gut gespürt. Also das war keine 2-3 mehr beim Aufsteigen. Das war eher so 5. Wie geht's denn deinen Füßen eigentlich so? Naja, ich habe dann wieder gerollt und gedehnt und massiert und geschmiert, weil ich habe ja am nächsten Tag dann direkt wieder Crosslauf Cup gehabt, was eine super Vorbereitung ist. Es ist ja eine Peter-Vorbereitung, was soll man sagen? Ich kann nichts dafür, ich habe es mir nicht eintragen. Ja. Ich glaube nicht, dass der Trainer wahnsinnig geil drauf ist, dass er da nach einem 38 Kilometer mit 2000 Höhenmeter Tag einen Crosslauf-Cup reintragt. Da hast du sicher was dafür getan. Überhaupt nicht. Er hätte es mir auch anders, er hätte auch sagen können, schau, ich bereite dich auf diese Wettkämpfe gut vor, aber er hat sowas gesagt wie, dieser C-Wettkampf ist mir wurscht. Lass mal das einfach so im Raum stehen. Der will einfach wissen, was trotz Vorbelastung geht. Das ist ja nicht so schlecht. Ich wollte gerade sagen, lustigerweise, gar nicht so schlecht. Offenbar, 4er-Schnitt geht immer. Nee. Also, will ich nicht klagen, nachdem ich jetzt da auch dieses Mal, glaube ich, zur Vergleichsdistanz von vor 4 Wochen, glaube ich, ich glaube 20 Sekunden oder 22 Sekunden schneller war wieder. Also, es geht. Es geht. Das geht. Aber ich bin jetzt trotzdem jetzt ganz, ganz glücklich, dass die Woche Entlastungswoche ist. Weil es waren 2 Wochen mit jeweils knapp 100 Kilometer. Die 100 habe ich eigentlich nur deswegen nicht gerissen, weil er irgendwann drinnen stehen hat. 2-3 Kilometer einlaufen ohne Tracken. Völlig sinnlos. Aber okay. Als braver Lemming hast du es einfach getan. Aber ich verstehe das schon. Also ich habe jetzt bei weitem nicht so intensive Trainingswochen wie du und selbst ich habe jetzt eine Erholungswoche. Geil. Mhm. Aber das, da merkt man schon, dass das reinfetzt, wenn man sich dann echt einmal und so sich freut, auch mal nicht laufen zu gehen. Ja, also ich habe es ja ich weiß ja, wie es ist, wenn man gut erholt ist bei solchen Sachen. Das ist ja quasi mein Trainingskredo grundsätzlich jahrelang gewesen. Also es ist mein Credo immer noch. Ich habe mich nur dem äußerlichen Druck gebeugt. Aber also dieses immer in die Vorbelastung einlaufen, das ist schon gut anstrengend. Es geht aber dann meistens relativ schnell wieder weg, aber du hast schon so eine Grundmüdigkeit, die du so ein bisschen vor dir herschleppst, die halt auch irgendwie nicht wieder los wirst. Also ich habe das auch wieder total gemerkt nach UTMB-Training, dass wenn du dann wieder mal richtig erholt bist, für länger, und dann wieder merkst, wie sehr du eigentlich unter konstanter Müdigkeit, Trägheit gelitten hast, unter Anführungszeichen, es ist dann schon krass irgendwie. Und wie lange das irgendwie dann nachhängt. Also ich war da schon lange Zeit danach noch müde irgendwie, bis sich der Körper dann wieder von dem Ganzen erholt hat, weil es waren doch relativ viele Höhenmeter, das Training relativ viele Kilometer, dann der UTMB selbst, auch wenn er nicht ganz funktioniert hat, war aber trotzdem auch Kräftezehrend. Und bei den ganzen Finishern von Basten so brauchst du nicht reden, wie lange die geknabbert haben, um wieder
geknappert haben, die knabbern noch. Ja. Und da merkst du erst, wie kräftezehrend das da noch ist. Und in gewissen Läuferkreisen denkst du, ja, 100 Kilometer die Woche, das ist jetzt nichts Besonderes, sag ich mal. Aber es ist fordert dann doch. Ja, lustigerweise, es haben ja auch sehr viele Menschen 100 Wochen einfach drinnen. Aber ich glaube, es macht halt auch noch mal einen riesen Unterschied, wenn du ein Straßenläufer bist und 100 Kilometer Wochen hast. Oder wenn du das Ganze am Berg machst. Jetzt einfach vom Zeitaufwand. Zeit, definitiv. Weil 100 Kilometer Wochen auf der Straße, naja, was brauchst? Das sind keine 10 Stunden Zeitaufwand. Und wenn du das Gleiche am Berg machst, also unter 14, 15 Stunden, wenn du 2.000, 3.000 Höhenmeter drinnen hast, vergiss es. Ja, vor allem die langen Läufe werden dann die absoluten Zeitfresser. Genau. Die Workouts, finde ich, gehen noch. Die bewegen sich dann immer so zwischen 1 und 2 Stunden am Tag. Das ist, wenn sie sich quasi viele hintereinander sind, wird das auch zart. Aber ich finde, das ist so, gerade 2 Stunden ist so ein Ding, das kannst du doch einmal früh aufstehen, das kriegst du irgendwie unter. Genau. Du musst ein bisschen schockieren, so, das geht irgendwie. Aber wenn es dann halt in dieses, gerade beim UTMB war es noch extremer, wenn du in dieses Fernkommst, wo du dann 5, 6 Stundenläufe machst und die eigentlich relativ regelmäßig machen solltest, die werden halt dann am Wochenende killen dich. Nicht nur, dass sie die 6 Stunden dich killen, sondern du bist danach erledigt. Das heißt, ich hab an dem letzten Samstag, ich habe das versucht, möglichst zeitoptimiert zu machen, deswegen ja auch die Biesenberg-Partie. Und ich habe im Kopf quasi gerechnet mit 5 Stunden und ein bisschen, weil 38 Kilometer, 2000 Höhenmeter, naja, Rechnungszeit hat 2000, jeweils 1 Stunde pro 1000 dazu, auf 38, dann bist du schon mal bei 5,5 Stunden oder so. Mhm. Und das waren jetzt aber nachher, ich habe jetzt da geschaut, 4 Stunden 38. Also war eh zügig und war halt, wie gesagt, zeitoptimiert angelegt. Und trotzdem, also den restlichen Tag habe ich gemacht, warte mal, heimkommen, duschen, essen. Na, stimmt gar nicht, ich war mit den Hunden noch spazieren. Aber duschen, essen, schlafen, essen, vor der Glotze sitzen, essen, schlafen. Ja. Ich glaube, das war's. Dann machst du nicht viel. Und wenn du jetzt aber dann auch noch eigene Familie hast, kannst du natürlich auch nicht heimgehen und sagen, das Programm fahren, was du machst, weil wenn sie dann schon die in deinem Fall 4,5 Stunden opfern dafür und du nicht da bist, musst dann halt auch irgendwie aktiv sein, sei es jetzt so, musst dem Haushalt mithelfen, was auch immer, das machst du dann noch anstrengender, weißt du nicht einmal, du kannst es wenigstens regenerieren. Wenn du dann aber Familie hast und nicht einmal gescheit regenerieren kannst, laufst du dann noch mehr mit einer noch größeren Vorbelastung ins nächste Training und das macht die Sache dann noch schwieriger. Siehst du, bei manchen Entscheidungen, das zahlt sich ewig, bis du von denen erholst. Das ist richtig. Aber ja, so ist es halt. Man macht es ja gern. Das ist einmal ein Ultra-Trainingsplan. Das stimmt. Ja, aber es hat dann auch irgendwie, andererseits hat es dann wieder was, wenn du weißt, du hast so die Fitness, dass du einfach mal so 4, 5 Stunden runterreißt und es ist jetzt nicht das Ende der Welt, sicher bist du noch erledigt, aber es ist eigentlich für relativ locker, das ist schon auch schon ein geiles Gefühl. Und du kannst natürlich danach auch direkt noch was anderes machen. Also bei mir war es einfach eine glückliche Fügung, dass ich an dem Tag echt sonst nichts mehr machen habe müssen. Ja. Ja. Wenn irgendwas zum Tun gewesen wäre, ja, du bist jetzt nicht komplett fertig. Ja. Wenn ich mir denke, das ist dasselbe Programm 3 Jahre vorher, hätte ich erstens einmal 4 Tage nicht gehen können, ohne dass die Achillessehne beleidigt gewesen ist, sondern einfach nur, weil Muskel und Füße und Knie und alles Mögliche sagen, na, du gehst überhaupt nirgends mehr hin, nicht einmal über die Stirn mehr. Das heißt, da wäre es rein körperlich schon nicht gegangen. Ja. Jetzt war ich halt müde. Ja, okay, ich war aber deswegen müde,
eigentlich an dem Tag, weil ich um 5 in der Früh aufgestanden bin, weil ich wollte ja laufen gehen. Und die Windböen haben mir gesagt, du gehst überhaupt nirgends hin. Und ich habe einmal 2,5 Stunden gewartet, bis es einigermaßen gegangen ist, dass ich raus habe können. Ja. Aber sonst muss ich sagen, das Training ist anstrengend. Ich würde es ziemlich sicher, also ohne Trainer, ohne Training würde ich das Ganze nicht so konsequent durchziehen, also hundertprozentig, weil ich kenne mich, wenn ich mir das selber aufschreibe, mache ich es nicht. Beziehungsweise ich würde es mir nicht aufschreiben und deswegen würde ich es nicht machen. wenn ich es mir aufschreibe, dann ist es nämlich schon wieder ein Plan. Nee. Und ich würde sicher andere Trainings machen. Ich würde wahrscheinlich mehr am Radl sitzen. Ich würde wahrscheinlich nie irgendwelche 1 Minuten bergauf, bergab Geschichteln machen, weil auf die Idee würde ich gar nicht kommen. Also den Sinn dahinter habe ich heute noch nicht verstanden, aber ja, wird schon passen. Da wirst du nicht bezahlt. Richtig. Ist mir egal. Mache ich halt. Also ob es was bringt, ob es nichts bringt, weiß nicht. Das werden wir erst in 11 Wochen wissen. Aber hast du, ich meine, alle um dich herum, die du fragst, sagen dir, dass du momentan in der Partie der Fitteste bist und dass man den Effekt spürt. Aber hast du das subjektive Gefühl, dass du dich jetzt fitter fühlst oder dass du das Gefühl hast, dass da was weitergeht? Nein, aber ich glaube, das ist einfach, wenn du jeden Tag drinnen bist, dann merkst du das nicht so. Das ist wie Menschen, die mich alle Jahre in den letzten 20 Jahren gesehen haben, die sagen halt auch, dass ich immer schöner werde und ich sehe das nicht. Ich sehe mich immer nur und denke mir jeden Tag, ja, passt schon. Also, denkst du mir, schierer bin ich nicht von, also muss genau. Ich noch schön sein. Aber diese kontinuierliche Verbesserung, die sieht man nicht so direkt. Nein, aber ich meine, also, woran ich dann oft merke, ist, gerade wenn du immer denselben Berg rauflaufst, vor allem wenn du immer durch denselben Anstieg auf, du merkst irgendwann schon, dass du denselben Anstieg plötzlich 5 Schläge niedriger läufst. Und da solche Dinge merkst du schon, oder? Ja, wobei 5 Schläge niedriger nicht, weil ich ja einen Pulsvorgab habe, aber ich habe gemerkt, dass ich jetzt dabei diese 60-60 Geschichten bergab schneller laufen musste. Das heißt, ich bin Puls nicht ganz runtergekriegt, weil ich schneller laufen habe müssen, weil ich müssen schauen, dass ich schneller weiter unten bin wieder, weil sonst wären wir beim 6. Mal rauflaufen von 8 Mal der Berg ausgegangen. Also dann wäre ich einfach zu schnell oben gewesen, weil so hoch ist halt der bis am Berg nicht. Und dann stehst du halt oben und dann, wie willst du dann noch auflaufen? Ja. Also da wir müssen schauen, und das ist jetzt besser gegangen wie beim ersten Mal. Dementsprechend könnte man sagen, ja, besser schon im Körper drin. Aber ich will mich da auch nicht in irgendwas versteigen und sagen, ja, das ist jetzt da viel besser, viel schneller, ich bin viel fitter, weil ich merke es ja bei mir selber, habe ich einen schlechten Tag, laufe ich um 15 Sekunden langsamer am Kilometer mit einem höheren Puls, wie an einem Tag, wo ich super geschlafen habe und einen nüchtern Lauf mache, oder wenn ich müde bin oder sonst irgendwas. Ich habe schon Läufe gehabt, da haben sie bei uns vor der Haustür eine Demo gehabt, ich bin losgelaufen und ich habe den Puls nicht unter 140 gekriegt, weil ich so krantig war auf diese Pfeifen. So langsam bin ich gar nicht laufen können. Mir ist schon klar, dass es da Schwanke gibt. Es gibt mal bessere, mal schlechte Tage, aber es gibt, man spürt oftmals schon einen Trend, dass oftmals dieselben Strecken einfach irgendwie plötzlich schneller gehen oder plötzlich du dieselbe Geschwindigkeit, aber weniger Schläge brauchst. Und das höre ich schon so ein bisschen raus bei dir jetzt, noch vorsichtig. Aber ja, es war aber auch immer so, Schlaf ist einfach nur mal der beste Erholungsfaktor. Und wenn du da mal zu wenig kriegst, dann hast du plötzlich 5 Schläge höher und kriegst irgendwie dann Tempo, wo du denkst, was soll das? Eh klar. Ja, oder halt, es macht ja glaube ich einen Riesenunterschied, laufe ich in der Früh oder laufe ich auf die Nacht. Also ja. Hast du einen stressigen Tag im Büro und gehst dann laufen, das ist halt was anderes wie entspannt am Sonntag in der Früh. Auf jeden Fall.
Lustigerweise bei mir, ich habe das jetzt durch das Tempo-Training festgestellt, ich habe eigentlich auch die Intervalle so immer in der Früh eigentlich gerne gemacht, weil dann habe ich es irgendwie hinter mir. Aber ich habe dann schon festgestellt, dass ich am Abend besser bin. Okay, tatsächlich. Ja, ich habe mir leichter dann am Abend als in der Früh. Wahrscheinlich ist es auch, genau umgekehrt. Ich habe auch bei den Intervallen davor dann nichts gegessen. Also ich frühstücke nicht extra in der Früh davor. Und ich vermute mal, das wird halt die Energie sein, die ich dann zur Verfügung habe. Das kann natürlich sein. Wenn ich die quasi aus dem Nüchternen rauslaufe, ist klar, dass ich nicht so viel Energie habe, wenn ich so ein Ding soll. Aber ich mache mich dann auch nicht 5 Minuten, bevor ich weglaufe, noch wahnsinnig viel reinstopfen. Das bringt dann mein Mann auch nicht zum Jubeln. Deswegen. Aber manchmal, der Trainer hätte dann eh gern, dass ich es nicht in der Früh mache, aber ehrlich gesagt, manchmal, wenn das Familienleben nicht anders zulässt, dann ist es einfach so. Was muss, das muss. Was muss, das muss. Richtig. Ja, ich habe. Ansonsten muss ich sagen, wir werden diesen Flaschendrehlauf nochmal näher beleuchten, ja, ja. In einer extra Folge. Wir wollen euch auch sehr ans Herz legen, das Trailrunning Szene Magazin. Deshalb haben wir die letzten 2 Folgen schon erwähnt. Und falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, das war in Kooperation mit denen, weil da drinnen sind nämlich Bilder und Interviews mit den Damen, die wir auch interviewt haben. Also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Interviews nachhören und auch nachlesen und nachschauen und außerdem und überhaupt. Und ganz besonders möchte ich euch noch eine Empfehlung in die Zukunft aussprechen. Und zwar, weil wir ihn heute auch schon erwähnt haben, hört euch unbedingt nächste Woche das Interview mit dem Rotte an. Oh, ja. Der ja beim Flaschendrehlauf dabei war. Und dieses Interview war quasi der Grundstein, weswegen wir ihn überhaupt in Erwägung gezogen haben, beim Flaschendrehlauf mitzumachen. Richtig. Wer ihn nicht kennt, der Thomas Rottenberg ist Journalist und Läufer und ich glaube sogar manchmal schwimmt er und ja. Oder Radlfahren dabei. Ja, jeder hat so, was soll man? Ne? Keiner ist perfekt. Ja. Keiner ist halt wie wir. Ja, jeder hat so eine kleine Obstelkammer irgendwo, wo man den Makel verstecken muss. Aber sonst total lässiger Typ. War super lustig. Also als Interview, hört es euch an, kommt nächste Woche. Und auch der Lauf mit ihm. Und ich wollte nur sagen, dass wir dann als Einstimmung quasi auf die Flaschendrehlauf-Folge, hört sich das Interview mit ihm an, weil man ihn dann dort noch ein bisschen besser kennenlernt. Ja, da hast du recht. Ansonsten habe da gar nichts mehr Neues, glaube ich. Ich auch nicht. Es war erfrischend toll, wieder eine so intime Folge mit dir gehabt zu haben. Gefühlt ist es eine Ewigkeit her, seitdem wir das gemacht haben. Das ist richtig. Aber das lassen wir jetzt dann nicht einreißen, dass das wieder so lange nicht ist. Das heißt, ihr werdet uns jetzt da wieder öfter auch nur zu zweit hören. Ja, ihr könnt uns auch in die Kommentare da lassen, ob ihr das eher so gefällt, die oldschool intimen Peter und Flo. Ja. Oder ob euch irgendeine Geschichte abgeht. Also heute ist es leider nicht ausgegangen, weil ich das Bier schon aufgemacht vor der Folge. Er hat ungefähr dreimal erwähnt und dreimal geärgert darüber, dass er das Bier schon aufgemacht hat. Richtig. Quasi. Und um dem Oldschool-Gedanken noch mehr gerecht zu werden, müssen wir eigentlich noch irgendwie einen Jordi erwähnen. Richtig. Hört Jordis Podcast an. Schweizer Pommes Podcast, ja. Also ist ja nicht nur der Jordi, sondern aber generell. Ja. Und außerdem Flo. Okay. Ich liebe dich auch. Ich freue mich schon auf unsere Doppelhaushälfte. Oh ja, die wird schön, die wird sehr, sehr schön. In diesem Sinne, wenn ihr Empfehlungen habt für Doppelhaushälften, immer her damit. Wir bitte, freuen uns. Bitte Niederösterreich irgendwo in der Nähe von Biesenberg. Genau. Am Biesenberger Weinkeller oder so. Ja, dann können wir, dann, nachdem wir beide Trainer sind, können wir dann beide unsere abgestimmten Trainingspläne haben und laufen dann beide jeden Tag gemeinsam am Biesenberg rauf. Hand in Hand am Biesenberg. Das wird für mich mit Blumen im Haar und Blümchen im Ohr. Hervorragend. Das wird beim Downhill für mich eine große Herausforderung, aber ja. Hui. Gut.
In diesem Sinne möchten wir uns mit diesen mentalen Bildern möchten wir euch zurücklassen und freuen uns auf eine nächste Folge. Servus. Bis dann. Ciao.